Hey Leute, in meinem heutigen Video geht es um meine Abendroutine. Das heißt, ich zeige euch alles das, was ich mache, wenn ich von der Schule nach Hause komme und mit Nachhilfe geben fertig bin. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Zuerst gehe ich in mein Zimmer, weil dort bequeme Klamotten auf mich warten und dann kann ich endlich aus meinem schickeren Kleid rausschlüpfen und mir eine bequeme Leggings und einen kuscheligen Pullover anziehen, wie diesen von American Eagle, der ist wirklich richtig flauschig. Und obwohl ich meistens schon unterwegs irgendwas zum Mittag gegessen habe, habe ich noch Hunger auf so einen kleinen Nachmittagssnack. Und an dem Tag habe ich mir ein bisschen Quark mit Vanillejoghurt gemacht und meine Mama hatte Obstsalat vorbereitet und den habe ich dann einfach noch drüber gegeben. Während ich dann am Essen bin, mache ich auch schon meistens meine Hausaufgaben. Hier sitze ich gerade an meinen Mathe-Hausaufgaben und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, gibt es oftmals spannendere Dinge. Deswegen checke ich zwischendurch mal mein Handy und gucke, was auf Twitter so passiert oder auf Instagram. Und meistens liegt auch mein Hund neben mir und den kann ich dann auch ein bisschen ärgern. Und nach dem ganzen Rumgesitze habe ich immer total Lust, mich zu bewegen. Deswegen mache ich meistens irgendwelche Workouts vom Blogilates. Manchmal nehme ich auch noch ein paar Gewichte dazu. Und mit meiner neuen Sporthose macht das einfach so viel Spaß. Danach gehe ich dann ins Badezimmer und bade erstmal. Ich liebe es wirklich zu baden, vor allem weil ich auch während dem Baden meistens noch ein bisschen für die Schule lernen kann oder lesen kann. Und wenn ich das gemacht habe, dann wasche ich nochmal mein Gesicht mit einem Cleanser, damit wirklich das ganze Make-up entfernt ist und benutze dann auch noch von Boots so ein Teebaumölgel, um ja wirklich gegen Pickel ein bisschen vorzugehen. Und natürlich kämme ich dann auch noch meine Haare. An dem Abend haben mir meine Eltern einen Salat vom Italiener mitgebracht und der ist richtig lecker und das Brot schmeckt auch so gut. Ich liebe den Salat, weil der mit Lachs und Scampis ist und das schmeckt einfach himmlisch. Dann ist es ungefähr 8 Uhr und ich begebe mich in mein Zimmer, zünde mir noch eine Kerze an manchmal und setze mich dann vor meinen Computer. Entweder schaue ich dann irgendwelche Videos bei YouTube mir an oder ich bearbeite meine eigenen Videos. Hier ist zum Beispiel ein Video, was heute auf Parkstraße und Schlossallee online geht. Das habe ich da bearbeitet. Und vor allem, wenn es draußen jetzt so kalt wird, dann liebe ich es, abends Tee zu trinken. Und mein Hund liegt meistens auch in der Nähe, das heißt, ich kann den auch immer noch ein bisschen knuddeln. Und wenn ich dann immer noch nicht müde bin, dann schnappe ich mir irgendeine DVD, wie zum Beispiel King of Queens, und schaue das, während ich in diversen sozialen Netzwerken unterwegs bin. Das machen wahrscheinlich die meisten Jugendlichen heute so. Oder ich lese dann einfach nur ein Buch wie The Fault in Our Stars. Das ist ein richtig gutes Buch und dann werde ich irgendwann doch mal müde und gehe dann nochmal ins Bad, putze mir meine Zähne, laufe sinnlos durch die Gegend und trage dann noch meine Nachtcreme auf. Und dann gehe ich auch zurück in mein Schlafzimmer und begebe mich dann ganz langsam in mein Bett. Jetzt auch mit meiner Abendroutine. Ich hoffe wirklich, dass euch das Video gefallen hat. Also mir hat es auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, mal so meinen Abend für euch zu filmen. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir ansehen wollt, könnt ihr einmal hier ein altes Video anschauen und ich verlinke euch hier nochmal ein Video von Parkstraße und Schlossallee. Das geht heute um 16 Uhr online und das hat was mit dem Thema Mode zu tun. Das heißt, wenn ihr noch ein bisschen was Modemäßiges schauen wollt, dann könnt ihr euch das gerne ansehen. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, dass ihr von meinem Kanal für heute. Wir sehen uns ja am Sonntag wieder und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Tschüss!